Das schafft er sogar selber, Mensch. Bisschen Hals, ja, ich weiß, ich bekomm's nicht raus, das Hals. Ich habe jetzt hier schon so, so Dreieck-Polster-Dinger an die Wand gehängt. Aber wenn ich hier sitze, ich bekomm's nicht komplett raus. Ich habe die Vermutung, dass es wirklich irgendwie an den Wänden liegt, dass die das irgendwie so komisch absorbieren und dass mir die Polsterdinger gar nichts nützen oder nicht viel nützen. Aber es ist immer nur bei einer bestimmten Frequenz, irgendwie so bei zwischen 115 und 118 Hertz. Da überschlägt sich irgendwie der Ton so ganz komisch. So, wir stehen hier oben, sinnlos. Conquistador ist tot. Na gut, um den ist jetzt nicht wirklich schade. Jetzt stehen die hier oben. Um den ist nicht schade, weil, ja, der hat ja sowieso nichts gerafft. Hallo, Dark Knight. Mainz hat Österreich den Krieg erklärt. Sehr schön. Für Mainz. Militärzugang aus Ravensburg, Venedig. Jetzt kommen sie alle an. Ja. Wir sind im Krieg mit. Die können ruhig durchlaufen. Damit die Österreich vielleicht ein bisschen zusetzen. Hallo, Old Big Eule. Oh, hier unten ist ja auch eine Burg. Jetzt sehe ich es erst. Die undankbaren Eingeborenen hier oben mal wieder. Machst du da was oder muss ich wieder hochlaufen? Natürlich. Natürlich muss ich wieder hochlaufen. So, die anderen Eingeborenen. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Die stehen wahrscheinlich immer noch irgendwo hier. Sollen sie ruhig machen. So, hier können wir nicht reingehen. Dann gehen wir aber schon mal zu der Burg. Geht mir auch so mit dem Hall. Mein Wohnzimmer ist halt zum Vorraum und Küche hin offen. Das merkt man leider. Ja. Headset mit Mikrofon, meinst du? Auf das hast du gewechselt und das hat Besserung gebracht. Hat halt wahrscheinlich eine schlechtere Qualität. Was ist hier denn los? Eieiei. Er kommt alleine zurecht. 5000 gegen 10.000, Wahnsinn. So, Belagerung ist durch. Wir müssen jetzt aber trotzdem mal hier reinmarschieren, Mensch. Ist immer noch Terra Incognita. Ich sehe hier nichts. Hier oben können wir leider noch nicht belagern. Das heißt, wir schicken die 3000 mal hier hoch. Frankreich muckt wieder auf. General Edmund ist tot. Sehr schade. Die Admiralität. Großbritannien erhält Admiralität oder erhält königliche Armee. Wir nehmen die königliche Armee. Bei Twitch hört es sich recht normal an. Ah ja. Es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt singen würde, dann würde man es hören. So, Großbritannien besetzt, sehr schön. Hier oben haben wir jetzt schon Hilfe bekommen, das ist gut. Ich geh mal hier rein. Spielt eigentlich jemand von euch Schach? Ich habe vor, ein bisschen Schach zu streamen. Ich habe jetzt angefangen, Schach zu spielen. Also ich bin noch kompletter Anfänger, aber vielleicht können wir da mal spielen, wenn da einer von euch Lust hat. Interkolonialhandel. Wir erhalten Merkantilismus 1, aber Freiheitsstreben bei Englisch-Brasilien. Wie viel haben die denn? Die haben 11%, das geht. 21. So, hier sind wir durch. Da stehen 5000. Laufen hier rum.
Headset mit Mikro ist erstaunlich gut. Die meisten glauben, dass es ein Großmembran ist, weil es eben nicht so rauscht wie übliche Headsets. Plantronics Gamescom 788, so heißt das. Ich schreibe mir das mal eben. Ich schreibe mir das mal eben kurz auf. Plantronics Gamescom 788. Auf der anderen Seite bin ich aber ehrlich gesagt jetzt auch ganz froh, dass ich kein so dickes Headset auf habe. Bei der Hitze ist das schon echt ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Mühle und Dame bekomme ich hin, aber kein Schach. So, können wir uns dich schnappen. Er geht nach Mixtec. Mixtec ist wo? Ach, jetzt geht er hier rüber. Ja, den müssen wir verfolgen. Ach, hier unten ist das Mixtec. Und was ist das? Mixe. Stopp. Unzufriedenheit, Bauernschaft. Verlieren Stabilität, das ist sehr schlecht. Lieber Dukaten. Eieiei. Können wir hier noch intervenieren? Wahrscheinlich nicht mehr. Schade, habe ich nicht mehr aufgepasst. Den müssen wir uns auf alle Fälle holen. Den Schuft. Und da wird er auch schon. Wieder auch schon zermalmt selbst erhalten. Sehr schön, hier oben sind wir fertig. Das heißt, wir machen hier demnächst weiter. Können wir dich ja hier weitermachen lassen. Rundig Headset. Bei mir halt eine Baseline ist auch gut, brummelt nicht so, sagt der Steven. Finde ich dich auf Twitch, Valvorik? Dann schaue ich bei dir mal vorbei. Auf alle Fälle. Der Dark Knight ist nicht so schlecht im Schach, aber bist du auch so schlecht, dass du es mit mir aufnehmen kannst? Weil wenn du zu gut bist, ist auch wieder schlecht für mich. Mixtec, jetzt geht er wieder herunter. Ich versuche mal, ihn irgendwie einzukesseln. Dass wir ihn irgendwie in die Enge treiben. Boah, ist das ärgerlich, Mensch. Na gut, aber ja, über kurz oder lang haben wir jetzt schon ziemlich viel hier durch. So, dann müssen wir irgendwie, da kommen wir aktuell nicht durch. Ist hier oben eigentlich auch noch. Hier oben, das gehört auch noch mit dazu. Ich bin echt gespannt, was wir uns hier nehmen können. Normalerweise müssen wir ja hier anfangen, aber da hier Gold ist, bin ich echt am überlegen, ob wir uns nicht den Bereich hier holen. Hauptsächlich YouTube, seit 6 Jahren. Ah, sehr schön. Und Twitch auch ab und zu. Das ist ja super. Schau auf alle Fälle mal vorbei und dann hört man ja auch gleich die Qualität. Ich spiele seit 6 Jahre alt bin, also seit 8 Jahren. Sehr schön. So, Druckerpresse, ja. Haben wir hier unten, wir haben ja jetzt immer noch einen Kolonisten frei, das heißt, wir können ja hier gleich weitermachen. Ich komme ja gar nicht mehr mit dem Kolonisieren. So, ihr lauft jetzt hier hoch. Können wir euch noch irgendwo hier reinbringen, vielleicht hier rein. Aber hier komme ich nicht weiter, also die Bereiche müssen wir auch noch einnehmen. Aber wir sind ja eh schon bei 99, aber ich denke mal, wir müssen ja für die Verhandlungen, müssen wir es wahrscheinlich, ja, weil sie nicht kontrolliert werden, müssen wir es komplett einnehmen. Und das machen wir auch. Ich schaue nochmal kurz, wo das Gold war. Da gab es ja sogar 4. Ich dachte, da gibt es nur eine Kolonie. Okay, dann müssen wir uns auf alle Fälle den Bereich hier sichern. Immer her mit der Kohle. Sehr schön. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir dann mit einem anderen Krieg gleich weitermachen. Gegen Frankreich oder Bretagne zum Beispiel, damit wir den auch
damit wir denen auch noch ein bisschen was wegnehmen können. So, hier sind wir durch, offenbar. Ja, Portugal macht das eigentlich ganz gut, ich finde. Die haben das schon ganz gut drauf. Oh, hier oben haben sich Bauern erhoben. Die werden wir gleich mal dezimieren. Haben wir eigentlich jetzt anführermäßig 1 von 3? Dann machen wir doch einen neuen. Hohoho, der ist aber gut. 4, 3, 4. Okay, 1 Belagerung ist jetzt nicht so toll, aber trotzdem. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in anderen Durchgängen immer so gute Generäle bekommen habe. Hier sind wir durch. Und da müssen wir noch hier hoch. Jetzt hört halt mal auf mit den Friedensangeboten. Es gibt kein Friedensangebot. Ja, Diplomatie. Ich würde fast sagen, wir hauen wieder die militärischen Punkte raus. Für die Entwicklung. Wobei wir das halt auch nicht unbegrenzt machen können. Wir müssen auch die Admin- und Diplomatieentwicklung fördern. Diplomatie Frankreich, ja. So, hier rüber müssen wir nicht mehr. Wir müssen nur noch hierher. Das heißt, wir können die schon mal jetzt zurückbringen. Die 18.000 bringen wir schon mal wieder nach Hause. Dann können sich die nämlich auch schon wieder erholen. Dann müssen wir wieder... oh Gott, da geht ja gar nichts. Oh, wir haben minus 100%. Hä? Wegen religiöse Eifer. Was ist denn religiöse Eifer? Liegt das daran, weil das alles reformiert ist? Ah, 0,1 minus. Das ist alles reformiert, ist alles schade, schlecht. Ich frage mich, wie ich die rausbekomme. Wahrscheinlich gar nicht. 50 Monate! Wie viel Armeetradition ich habe, können wir gerne mal nachschauen. Ich glaube, die ist nicht wenig. Professionalität. Tradition. Wobei, na gut, 46 ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ist eigentlich ganz gut. Ich habe ziemlich viel gedrillt. Wie man hier sieht. So, die kommen nach Hause. Euch können wir mal gruppieren. Und auch mal hier hochgehen. Hier stehen auch noch die 18.000. Und dann sind wir eigentlich durch, wenn hier diese Burg fällt. Ich frage mich jetzt gerade, das können wir mal eben ausprobieren, ob wir... Ah, Terra Incognita können wir uns nicht holen. Die können wir nicht zur Kernprovinz machen? Ach so, weil wir keine Verbindung haben. Das kann natürlich sein. Aber das ändert sich ja dann, wenn wir hier reingehen. So, jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir 100%. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Dann müssen wir uns von Norden nach Süden durcharbeiten. Gut. Also, wir haben alles besetzt, was zu besetzen gibt. Und dann werden wir jetzt schön verhandeln. Da oben sind noch 7.000. Die sind geflüchtet offenbar. Und wir holen uns jetzt mal, wir schauen mal, was wir überhaupt mitnehmen können. Wichtig ist, bekommen wir gar nicht. Nein, bekommen wir gar nicht. Wir haben jede, Frankreich bekommt aggressive Expansion. Wieso denn Frankreich? Okay, ich muss mal eben schauen, wo die Goldlager sind. Die reformierten Provinzen haben einen Malus kürzlich konvertiert oder so. Irgendwann kannst du sie konvertieren, na hoffentlich. Das wäre gut. Jetzt pass mal auf.
Müssen wir nochmal kurz. Also 1, 2, 3, 4, 5. Die bräuchte man. Wie merke ich mir jetzt das? Gott, Gott, wie kann ich mir das am besten jetzt merken? Ich komme hier nicht runter. Ach, da hat Portugal das nicht wünscht. Wie bitte? Hallo, was hat denn Portugal hier zu palabern? Oh, ich bekomme gar nicht so viel. Ich dachte, das wäre mehr. Ich dachte, das wäre um einiges mehr, Mensch. So, jetzt haben wir. Ich muss noch mal reinschauen. 1, 2 hätten wir hier. Die geht ab. Die hier unten auch und die auch. Okay, das müssen wir anders machen. Die hier unten will ich auch haben. Die 2. Weil das Portugal nicht wünscht. Jetzt hakt's aber dann. Hallo? Ist ja unerhört. Dass ich mir hier oben vielleicht was nicht nehme. Ah. Ich glaube, ich bekomme das nicht hin. Wenn du eine Kolonialnation mit 5 Goldprovinzen erstellst, wird diese wohl arge Probleme mit Korruption haben. Ist das so? Das wäre aber blöd. Ja, momentan habe ich nur eine. Momentan habe ich da nur eine. Jetzt hätten wir 3, oder? Ich denke, jetzt haben wir 3. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin zu blöd. Nee, wir haben nur die beiden. Die hier unten geht wieder ab. Und wenn wir uns... Ja, wir können uns gar nicht von unten hocharbeiten. Das geht gar nicht. Da Portugal das nicht wünscht. Wieso hier Portugal immer so doof mitspricht? Dann quetschen wir uns einfach mal hier rein, würde ich sagen. Ist ja eh wurscht. Dann haben wir eine Provinz, die hier nicht, die auch nicht. Aber ich kann die auch nicht nehmen. Die sind wahrscheinlich einfach zu wertvoll. Und ja, dann müssen wir eventuell nochmal Krieg führen. Aber dann haben wir hier schon mal den Fuß drin und können uns nach Ablauf vom Friedensvertrag, können wir uns hier nochmal ein bisschen ausbreiten. Würde ich mal sagen. Können wir die noch mitnehmen? Dann nehmen wir doch die auch noch mit. Wenn das geht. Jetzt haben wir genau 100. Kohle gibt es keine. Aggressive Expansion ist egal. Frankreich wieder mal, komischerweise. Britischer Vasall. Oh, und wenn wir den Vasall machen? Wie geht das denn? Wenn wir einen Vasall machen. Das wäre auch mal eine Sache. Da wäre der beste Vasall wahrscheinlich der hier oben. Das ist das Aztekenreich. Schauen mal, ob das Aztekenreich als Vasall funktionieren würde. Das wird sogar gehen, aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir zu viel Beziehungen haben. Aber ganz ehrlich, das wäre eigentlich egal. Du musst bald sowieso Krieg gegen Portugal führen, um die Vorherrschaft in der neuen Welt zu sichern. Ja, es liegt da nicht der Fokus drauf. Also es geht ja ums Achievement, das wir noch machen müssen. Das hier ist alles optional. Das mache ich einfach aus der puren Lust an der Freude. Da müssen wir jetzt nicht extra noch großartige Eroberungen machen. Da können wir vielleicht mal einen Durchgang machen, wo es wirklich um die Eroberung geht. Aber das ist jetzt einfach nur so. Ist einfach nur so, dass wir einfach was zu tun haben. Sonst müssen wir jetzt einfach nur warten, bis sich hier die Machtpunkte füllen. Die würden wir dann in die Entwicklung stecken bei uns zu Hause. Und irgendwann würden wir dann den
das Achievement erreichen und ist auch ein bisschen langweilig dann. Es wird so eh eine Kolonialnation entstehen, da hast du mehr von als von einem Vasallen. Ach so, stimmt. Wenn wir quasi hier die direkt nehmen, die Provinzen. Können wir die hier unten nehmen? Wenn wir die direkt nehmen, dann wird das eine Kolonialnation. Ich verstehe. Gut, also ich würde sagen, das passt jetzt. Da haben wir jetzt zwei Goldprovinzen, das ist okay. Können wir vielleicht noch irgendwie, nee, Kriegsreparation auch nicht. Wir sind direkt bei 100, das ist okay. Forderung senden. Wir bekommen keine Koalition, das ist auch okay. Gut, vollständiger Sieg. Oh, das sieht man jetzt, kann man gar nicht auseinanderkennen. Tarasken hat die gleiche Farbe wie Großbritannien. Und hier unten ist auch nochmal ein Weinrot. Na gut, Kernprovinzen müssen wir machen. Bei mir ist gerade Gewitter, Donner, aber keine Blitze, so wie Regen in der Nähe. Oh, das wäre so schön. Oh, das wäre so schön. Ich höre momentan noch nichts. Bei mir ist einfach nur Gluthitze momentan. Das ist alles. Gut. Dann können wir zum Beispiel, sind denn unsere Einheiten schon zu Hause? Sollten eigentlich hier ankommen. Da ist er. Staatsehe aus Portugal können wir gern machen. Irgendwann müsste die Staatsehe mit Britannien vorbeigehen. Aber hey, wenn wir das auflösen, dann investieren wir halt mal die Punkte in Stabilität. Wir wollen ja nochmal... Im Moment. Mit wem haben wir Staatsehe? Nicht mit Britannien, sondern... Ach, mit Inverness hier oben. Stimmt. Familienbande auflösen kostet uns ein Stabilität, genau. Und wenn wir dann wieder Stabilität brauchen, die kostet uns 182 Machtpunkte. Na gut. So, die ersten Truppen sind angelandet zu Hause. Dann bringen wir euch alle mal hier hoch. Und die 18.000 bringen wir dann auch noch nach Hause. Ja, da bin ich jetzt zufrieden. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass es mehr gibt. Dachte ich schon, Kastilien ist ja auch noch. Dass wir mehr Provinzen bekommen. Aber ich denke mal, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Gold haben, oder? Dass die dann so teuer sind in der Übernahme. Ja. Was ist denn los, Don Soldier? Bei uns in Österreich hat es ein bisschen abgekühlt, endlich. Gerade durchlüften, morgen wieder Hitze. Ich würde so gern durchlüften jetzt. Ab und zu kommt ein kleiner Hauch hier so von rechts, wo ich den Ventilator stehen habe. Der streift mich. Das ist besser als 6. Und aber ansonsten Schweinehitze einfach nur. Der Computer läuft natürlich auch auf Hochtouren. Es ist einfach Wahnsinn. Widerspenstigkeit, was ist da los? Zielt auf Katholiken. 50 Kirchenmacht erhalten wir. Zielt auf Puritaner oder... Ich nehme mal die Puritaner. Ich will keine Machtpunkte einbüßen. Und die Kirchenpunkte sind mir jetzt nicht so wichtig. Wie sieht es denn eigentlich hier im Parlament aus? Da sind wir immer noch bei 92%. Und würden nochmal einen Missionar dazu bekommen, plus 1% Missionarsstärke. Mit wem ist denn Frankreich im Krieg? Gegen Österreich, Köln, Pfalz? What? Das wäre ja der ideale Zeitpunkt, um anzugreifen. Österreich, könnte man Österreich angreifen? Österreich ist auch in der... Oh. Österreich hat... 56.000 hat er noch. Aber wenn wir jetzt Österreich angreifen würden... Boah, der hat halt... Das ist doch Quatsch, oder? Wie soll man denn hier noch ankommen gegen Österreich?
Keine Ahnung. Das funktionieren soll. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir die eine Provinz für die Mission nicht mehr erhalten. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch klappt hier, Nemur. Wieso ist Frankreich im Krieg? Steht das irgendwo? Steht leider nicht hier.